Umweltflug. Die Startzeit wird gestoppt. Über 2000 Brieftauben fliegen los. Die Taube, die am schnellsten fliegt, hat gewonnen. Diese beiden haben es nicht besonders eilig. Eine heißt Emilia. Wie lange wird sie für den Flug brauchen? Emilia zu Hause und wird sehnsüchtig erwartet. Ist es schon da? Nee, das dauert bestimmt 3 Stunden. Vor einem der Taubenschläge warten Wolle und Knolle auf Emilia. Nach ungefähr 3 Stunden hat es Emilia geschafft. Emilia gehört Wolles Vater. Er hat den beiden Jungen erlaubt, auf die Taube zu warten. Oh, Emilia, das ist eine klasse Zeit. Damit man ganz genau weiß, wie lange eine Taube unterwegs ist, stoppt man die Zeit mit einer Taubenuhr. Du, Knolle, freust du dich denn nicht? Doch. Aber ich dachte, Emilia ist eine Brieftaube. Sie hat schon überhaupt keinen Brief mitgebracht. Das mit den Briefen, das gab's mal früher. Das gibt's heute nicht mehr. Du, mein Vater hat in seiner Briefmarkensammlung auch eine Marke mit der Brieftaube drauf. Kannst du mal sehen? Klar. Das Briefmarkenalbum gehört Knolles Vater. Knolle besitzt auch eins, nicht so ein großes, dickes, aber er sammelt ja auch erst seit einem Jahr. Briefmarken sind wertvoll, besonders wenn sie alt sind oder wenn es nur noch wenige Marken einer bestimmten Sorte gibt. Darum sollte man mit solchen Briefmarken sehr vorsichtig sein. Halt, nicht mit den Fingern anfassen. Hier, nimm die Pinzette, damit du die Zacken nicht beschädigst. Und hier die Lupe, damit siehst du alles ganz genau. Und was man alles auf Briefmarken sehen und entdecken kann. Bilder und Geschichten aus der ganzen Welt, auch von den entferntesten Ländern. Ein paar Marken haben es Wolle und Knolle besonders angetan. Auf jeder Marke steht drauf, warum sie gedruckt worden ist und aus welchem Land sie stammt. Hier steht India drauf. Ich stamme bestimmt aus Indien. Cowboys, du, da hätte ich Lust mitzumachen. Zwischen den vielen Marken finden Sie schließlich die Brieftaubenmarke, die die Post zum Tag der Briefmarke 1956 herausgab. Nur 10 Pfennig? Das reicht ja noch nicht mehr für eine Postkarte. Da hat Wolle recht. Aber 1956 kostete eine Postkarte 10 Pfennig Gebühr, ein Brief 20 Pfennig. Wolle findet die Marke einmalig. Eine Briefmarke sogar mit einer Brieftaube. Die möchte er seinem Vater schenken, denn der ist auch Briefmarkensammler. Hat dein Vater noch eine Marke mit der Brieftaube drauf? Hat er nicht. Aber Knolle hat eine Idee. Wir bestellen ganz einfach eine beim Briefmarkenhändler. Das macht mein Vater auch immer. In dem Briefmarkenkatalog finden Sie die Adresse eines Händlers. Und eine Briefmarke darf auf dem Brief an den Händler natürlich nicht fehlen. Wir nehmen eine Marke aus meinem Album. Eine, die ich doppelt habe und die man draufkleben kann. Sie finden noch eine. Eine besonders große und bunte und ungestempelt. Was meinst du? Reicht die? Das ist eine amerikanische Marke.
Da steht 31 Cent drauf. Das wird wohl reichen. Na, wenn du meinst. Jetzt gehen wir zur Post und holen uns einen Sonderstempel. Was ist das denn wieder? Ein Sonderstempel? Das ist ein Stempel, der nur an bestimmten Tagen benutzt wird. Bei der Olympiade oder so. Wir hätten gerade einen Sonderstempel. Ja. Tut mir leid, aber die Marke kann ich nicht abstempeln. Warum denn nicht? Das ist eine amerikanische Marke, die ist bei uns nicht gültig. Das habe ich jetzt gewusst. Ihr könnt euch eine neue Marke kaufen. Ich zeige euch mal ein paar Sondermarken. Briefmarken müssen aus dem Land sein, in dem der Brief abgeschickt wird. Bei den schönen Marken ist es gar nicht einfach zu entscheiden, welche man nehmen soll. Aber schließlich sind sich die Jungen einig. Die nehmen wir. Aber das ist eine Wohlfahrtsmarke, die kostet etwas mehr. Die zusätzliche Gebühr ist für einen guten Zweck bestimmt. Das macht dann 90 Pfennige. 90 Pfennige? Das war denn so teuer? 60 Pfennige kostet heute ein normaler Brief. Egal, wo jemand in Deutschland schickt, ob von München nach Hamburg oder innerhalb Hamburgs. Ein 30 Pfennig Zuschlag, der ist für Wohlfahrtsverbände wie das Rote Kreuz oder andere Hilfsorganisationen bestimmt. Das ist ja teuer. Dafür kriege ich eine ganze Stange Kolben. Ja, das Versenden eines Briefes hat seinen Preis. Und das können Wolle und Knolle eigentlich gar nicht so schnell einsehen. Der Beamte ist so nett und entfernt ihnen die amerikanische Marke. Kriegen wir zum Glück leicht runter. Einen Sonderstempel bekommen die Jungen nicht, denn den gibt es nur in Sonderpostämtern. Aber bitte nur in die Ecke, ne? Der Beamte lädt die beiden ein. Er möchte Ihnen zeigen, was mit dem Brief und der Briefmarke geschieht. Habt ihr ein bisschen Zeit? Ja, haben wir. In 10 Minuten hole ich euch hier. Könnt ihr euch ein bisschen in der Schalterhalle umsehen? Okay, machen wir. Einmal einholen, bitte. 2x50. Ein Eilbrief ist teurer als ein normaler Brief. Genauso wie ein Einschreibebrief. Einschreiben, bitte. Den kann der Briefträger nicht einfach so zu Hause in den Postkasten werfen. Er muss ihn persönlich beim Empfänger abgeben und erhält dafür eine Unterschrift. Das ist eine Sonderleistung. Guten Tag. Ich hätte gern 10,60 Euro gegangen. Bitte. So, da bin ich. Na, dann wollen wir mal. Übrigens, ich heiße Kreuzer und wie heißt ihr? Ich heiße Marco Knollmann, also mit Knolle, und das ist mein Freund Wolle, der jetzt kennen wollte. Also? So sieht dein Briefkasten den Post von hinten aus. Erstmal ein bisschen auf das Eis. Das ist ja unser Brief! Unser Brief! Dann wollen wir mal hinterher und sehen, wo der landet. Briefe kommen in anderen aus den Briefkästen auf ein Förderband. Hier werden die Briefe vorsortiert. Die Eilbriefe werden herausgesucht, um schneller bearbeitet werden zu können. Und dann die dicken und großen. Eben alle Briefe, die nicht durch die Stempelmaschine laufen, sondern von Hand gestempelt werden müssen. Auch solche Briefe mit mehreren Marken. Hier wird mit dem Hammerstempel gestempelt. Und hier mit dem Rollstempel. Diese Briefe laufen durch die Stempelmaschine. Das geht natürlich viel schneller. Der Stempel entwertet die Briefmarke. Das heißt, man kann diese Marke nicht ein zweites Mal als Briefmarke benutzen. Am Stempel erkennt man auch, aus welcher Stadt der Brief kommt und an welchem Tag er abgestempelt wurde.
Auf Briefen werden unterschiedliche Marken aufgeklebt. Warum eigentlich? Je schwerer und größer ein Brief ist, desto mehr muss man für seine Beförderung ausgeben. Die Postbeamten prüfen, ob genügend Marken drauf sind. Sie wiegen den Brief nach. Und wenn der Absender zu wenig Marken aufgeklebt hat, muss der Empfänger eine Nachgebühr bezahlen. Da sind überhaupt keine Marken drauf. Ja, genau. Das sind Drucksachen, die auch in großen Mengen verschickt werden, vor allem Reklame. Und damit man nicht auf jede Drucksache eine Marke kleben muss, können sie mit einem besonderen Stempel versehen werden. Der entspricht dem Wert einer Briefmarke. Ach so. In einigen Postämtern gibt es ganz moderne Stempelanlagen. Da läuft fast alles von alleine. Briefmarken leuchten unter bestimmtem Licht auf. Daran erkennt die Maschine, ob eine Marke aufgeklebt ist oder nicht. Dann wird die Marke gestempelt. Die Briefe werden sortiert und weiter befördert. Bis zum nächsten Mal. Und was ist aus der Brieftaubenmarke geworden, die Wolle bestellt hat? Es dauert nur ein paar Tage und dann kommt die Antwort vom Briefmarkenhändler. Ist der für mich? Hallo Sven. Ja, der ist tatsächlich für dich. Danke. Genau die richtige. Damit fahrt die Augen machen. Gekommen. Nein, ich meine die Briefmarke mit der Taube drauf. Du, warte mal, da ist noch was. Ah, eine Rechnung. Du, ich glaube, die kostet aber ein bisschen mehr als 10 Pfennig. Damit hat Wolle nicht gerechnet. Die 10 Pfennig Briefmarke kostet jetzt 2 Mark. Das ist der Sammlerwert. Schließlich ist die Marke über 20 Jahre alt. Ja, ich will ja nur meinem Vater eine Freude machen, ne? Vati, ich hab was für dich. Ja? Was ganz Wertvolles, ein Geschenk. Ich hab doch gar nicht Geburtstag heute. Macht mich ja ganz neugierig. Sag's ihm schon. Donner Wetter, die ist aber schön. Na, wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Auch der Vater hat eine Überraschung. Schenke ich dir. Komm, halte mal. Emilia ist beim letzten Wettflug zweiter Sieger geworden. Du. Gut, Emilia. Paket soll verschickt werden. Was wird das kosten? Je schwerer ein Paket ist und je weiter es befördert werden muss, desto mehr kostet es. Guten Tag. Einmal um 40 bitte. Was wird dieses große Paket kosten?
Na, mein Kleiner, was ist denn da drin? Ein Papier da für meinen Freund. Sag ich, ich möchte ein Telegramm aufgeben. Ein Telegramm wird aufgegeben. Die Nachricht soll schnell beim Empfänger sein. Weil hier jedes Wort Geld kostet, fasst man sich bei Telegrammen möglichst kurz. Auch Geld kann man mit der Post verschicken, mit einer Postanweisung. 100 Mark will die Frau an ihren Sohn schicken, der in einer anderen Stadt wohnt. Bekommt er 103 Mark 60. Bitte. Ja, danke schön. Bitte schön. Danke. Schon am anderen Tag kommt das Geld an. Guten Tag, Herr Krause. Ich habe etwas Geld für Sie da. Immer. 100 Mark. 100 Mark. Aber die Frau hatte doch 103 Mark 60 eingezahlt. Wo sind die 3 Mark 60 geblieben? Tja, die bekommt die Post als Gebühr für ihre Arbeit. Kann ich Ihnen genau sagen? Hier wird ein Luftpostbrief geschrieben. Damit Luftpostbriefe nicht zu teuer werden, sollten sie leicht sein. Darum gibt es leichtes, dünnes Luftpostpapier. Auch dieser Brief wird gewogen. Einmal 10, bitte. Und mit Briefmarken beklebt. Als Bezahlung für den Transport vom Absender zum Empfänger. So, bitte. Guten Tag, ich habe einen Brief nach Dänemark. Wie kostet der? Ein Brief für 80 Pfennig nach Dänemark. Verfolgen wir seine Reise. Damit es schneller geht, wird auch er mit dem Flugzeug befördert. Noch am gleichen Abend kommt der Brief in Kopenhagen an. Im Kopenhagener Postamt ist alles so wie in den Postämtern bei uns. Am nächsten Tag bringt der dänische Briefträger den Brief zum Empfänger.